Stein, Papier. Der Schulentscheid ist, was willst du haben? Hallo und herzlich willkommen bei TipTap Cube. Hi. Heute gibt's hier Real Food versus Sticky Food. Beziehungsweise Stickies. Vielleicht hättet ihr jetzt in diese kleinen Dinger von Lidl. Aber jetzt geht's los. Also, wir haben wieder unsere Kuppel hier. Genau. Momentan nichts drin, deswegen bin ich gespannt, was es so geht wird. Allgemein die weiß Idee, ich ja nicht. Die Idee dazu kam von ein paar Zuschauern von euch. Also, waren das nicht mal, also, als ich noch von den Stickies ein bisschen welche hatte, da waren die irgendwie so Aliens und sowas. Also, ja, genau, aber jetzt soll es Essen sein. Teile sammeln. Diese Aliens, die waren 2012 gefühlt. Richtig alt. Ja, ich weiß das. Mehr weiß davon gar nicht. Also schreibt jetzt einen Kommentar rein. Kennt ihr die Stickies oder sammelt ihr die? Sammelst du die? Ja. Ja. Also. Oh, die fehlen noch ein paar, ne? Wir machen erstmal Schere, Stein, Papier. Wer was denn nehmen, ne? Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Also das hat was zu stehen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, BAM! Ich habe einen Sticky! Ein Salatkopf-Sticky? What? Jo, für den Teller kann ich es direkt einmal rauf. Stickien. Also Sticky. Jo, hau rein. Ich glaube, das ist dann ein Mittagessen heute. Jetzt gab es ja schon mal Salat-Sticky. Das heißt, die Stickies sind wirklich Essen. Gurke. Was? Na, weiß ich nicht. Was sind das denn für Stickies? Ist das Gemüse-Sticky hier heute oder wie? Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Wird Schere, Stein, Papier können wir schon mal spielen. Schere, Stein, Papier. Hab schon wieder gewonnen. Also, jetzt kann ich wieder aussuchen. Und ich würde sagen, wir lassen es einfach. 3, 1. Oh. Egal, also, jetzt gibt es hier eine Banane. Banane? Und eine Sticky-Banane. Gut, also ich habe mir jetzt erstmal eine Banane rein. Also es ist halt wirklich ein Sticky in Bananenform. Schmeckt auf jeden Fall. Alles klar, jetzt haben wir wieder Schere, Stein, Papier. 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 Oh. Ich Wir tauschen oder das? 3, 2, 1 und zack! Eine Aubergine, yo! Hau rein, guten Appetit. Ich glaube, die Dinger magst du sehr gerne. Ich habe hier natürlich ein Aubergine-Sticky, passend zu der Aubergine. Einmal ein kleiner, einmal ein großer, den nimmst du dann wieder. Okay, wieder Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere. Ich hab gewonnen. Ich nehm das Ding. Er hat ihre Tiere gesagt, Schere, Stein, Papier. 3, 2, 1, BAM! Eine Karotte! So sieht der jetzt aus. Und ich hau mir jetzt eine Karotte rein. Mh, lecker. Auch was? Ah, nee. Muss mir den Zahn aufpassen. Er steht auch, wie gesagt, nachher weiter. What? Man redet nie mit Pokémon. Bla, bla, bla. Ich mag keine Tomaten. Guck mal, hier sind drei Stück. Eine für dich, eine für Ash, eine für mich, ne? Du auch, Ash? Du liebst Tomaten ja auch so gerne wie ich, oder? Hier, beiß richtig saftig. Einmal abbeißen, danach kipp ich auch um. Den zweiten Biss, dann liege ich schon am Boden, also. Nicht so deins, ne? Hello, darkness, my old friend. Dann verzichte ich auf die gesunden Tomaten. Schere, Stein, Papier. Alles klar, soll ich das aussuchen? 3, 2, 1, Booyah! Ich hab. Mama, ist die gewaschen? Das sind Kartoffeln. Kann ich die mit Schale essen? Kartoffel, yeah! Wieso? Gib's nachher für dich zum Mittagessen. Also, ich würde sagen, es geht weiter, ne? Genau. Schere, Stein, Papier. So, ich kann aussuchen. Ich nehme dann einfach mal. Ich will was essen, aber ich würde sagen, wir lassen es einfach so stehen. Ich möchte nämlich den Tomatengeschmack loswerden. 3, 2, 1 und BAM! Eine XXL-Paprika in Orange. Ich beiß mal rein. Das ist voll gesund hier heute, ne? Ich glaube, das ist das erste Real Food versus irgendwas, was auch gesund ist. Genau. Die letzten Mal hatten wir so Fleisch und Süßigkeiten. Ja, stimmt. Das ist ja absolut die gesunde Version. Und leckerer sogar. Also teilweise lecker, weil wir haben auch Tomaten gegessen, die sind so, naja. Also Schere, Stein, Papier wieder. Wir machen Schere, Stein, Papier. Der Schulentscheid ist, was willst du haben? Was nimmst du? Links, rechts, vorne, hinten? Okay, nimm das, nämlich das. 3! Guten Appetit, das ist eine Orange. Und ich habe hier mal einen Orangen-Sticky. Kann man leider nicht essen, aber hier, so sieht aus, halt so wie eine Orange. Ich glaube, wir sollten die erstmal abschälen. Oh. Ich würde nicht in die Schale rein, weil ich glaube, es schmeckt nicht so gut. Aber ich schmeckt nach Orange. Ach, echt? Es geht weiter in die nächste Runde. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. 3, 2, 1, BAM! Yeah, Weintrauben. Lecker, die schmecken halt echt. Was ist das für ein Weintrauben? Ist das grüne Weintrauben oder ist das rote Weintrauben? Mama? Das ist, glaube ich, so ein Mix irgendwie aus beiden. Schmeckt auf jeden Fall gut. Bisschen sauer.
Weintraube gefällig? Doch? Nee, danke. Stimmt damit was nicht? Warum willst du nicht essen? Wieso isst du die nicht? Ja, gib her, ich esse auch eine. Bestimmt hast du jetzt einfach die genommen, die aber nicht vergiftet war, der Rest ist vergiftet. Guck mal, hier hat sie bestimmt ihr Gift reingespült. Ja. Da ist ein Loch drin, Mama. Ich hab voll so eine Kitzel. Ich bin tot. Schere, Stein, Paper. Alles klar, was wird das hier heute? Also er hat irgendwie gerade so eine Siegesträhne oder sowas. Das. Okay, tauschen wir mal. 3, 2, 1, let's go! Was ist das denn? Ist das eine Kirsche? Es gibt selbst Kirsch-Stickies, alles klar. Also hier haben wir jetzt Kirsch-Sticky. Boah, das ist sauer. Das ist Tiefkühlkirschen. Ja. Sauerkirschen. Lecker. Dann haben wir mal Eis gemacht. Also, er ist hier deine Stickies. Sie werden ja immer mehr Stickies. Was kommt noch? Das war's jetzt schon. Also das waren jetzt alle Obst und Gemüse. Es war voll gesund heute. Also falls ihr auch findet, dass es sehr gesund war, schreibt es in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Tschüss.